Ich bin verwirrt. Völlig zu Recht. Gibt es hier irgendwo dort unten sind Bäume? Ich gehe mal ganz kurz Bäume fällen. Okay, Vorsicht, ist aber schon 10:30. Ja, okay, Mama. Ich wollte nur gesagt haben, mein. War jetzt eigentlich einer von euch schon da hinten bei dem Zeltlager? Ja, ich. Ist da habe ich die ganzen Teile, die ganzen Parts her. Nee, ich meine, da ist nichts mehr. Okay. Ja. Ja. Kann ich mir denn noch Pfeile herstellen? Pfeile? Ich stell dir Pfeile her, Fred. Warte. Oh, du bist so lieb, hier. Franz. Du kriegst das, was ich jetzt gerade fertig habe. Hier, 32 Pfeile liegen hier auf dem Boden. Und ich stell ein paar her und dann fragst du einfach nochmal an oder so. Ah, danke, danke. Ich geh nochmal runter. Ich gehe nochmal runter in das Zeltlager, da gibt's ja wenigstens. Oh, warte mal, hier ist noch ein Zombie, den will ich noch töten. Zombie! Ach, guck mal, hier vorne gibt's auch Wasser. Also südlich am Weg. Gibt's laut Karte zumindest Wasser. Hast dich angeschlichen, oder was? Nee. Was ist das denn hier? Alkohol und ein Breaker. Ich glaub's. Wer hat dich getötet? Wie oft muss man denn so einen fucking Baum schlagen, Alter? Was? Nein. Oder war ja noch ein Zombie? Ja, wolltest du den Zombie mit dem Baum töten, oder was? Ja, ich hab mitgezählt. 50 Mal und der Baum ist noch immer nicht umgekippt. Na, wahrscheinlich war deine Ausdauer unten. Scheiß Kacke. Ja. Ich hab überhaupt nicht mehr schlagen können. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich schlage, dann schlage ich. Hier war doch gerade noch ein anderer Rucksack. Ich höre schon wieder so ein Bär, ne? Nee, ich hab gepfiffen. So Bären pfeifen nicht. Kann ich nicht. Da ist noch ein Zombie. Oh, schnell töten. Ist der jetzt tot oder nicht? Nee. Jetzt ist er tot. Verdammt. Oh, Basti, du müsstest dich aber hinhocken bei dem Ganzen, weil im Westen stehen Zombies ohne Ende. Hm. Und dass du Bescheid weißt. Hä? Die kommen, Achtung, weg? Achtung, Zombies kommen in unsere Richtung. Hausrichtung. Horde oder was? Nee, ich weiß nicht, da sind jetzt irgendwie 2, 3 in die Richtung gelaufen. In Richtung Haus. Oder Basti ist zu laut. Basti, hör mal auf zu schlagen. Bin undetected. Ich komme mal in die Hütte. Laufen alle in Richtung Hütte. Vorsicht, Fred. Ja, da bin ich ja nicht. Oh mein Gott, bau dich ein. Da sind 6 oder 7 Spider-Zombies, die gerade den Berg hochklettern. Das sieht ja krass aus. Wo bist denn du, Franz? Ich bin unten am Zeltlager. Ich höre die Schreie. Ja, das sind die Spider-Zombies. Spider-Zombies können Horden rufen. Oha. Das ist nicht so gut. Also dieses Schreien. Das ruft Horden, ja. Das ist echt nicht so gut. Kämpfst du gegen die oder was? Nee. Ja, jetzt kämpfe ich auf keinen Fall. Ich sehe halt nicht, ob die irgendwo sind. Wir sind alle bei unserer Hütte. Ja, oh Mann, wie ätzend. Ich bin Wood in der Hütte Prime. Drin. Ja, schlagen die oder was? Die schlagen irgendwo gegen, aber noch nicht hier direkt gegen die Hütte. Mhm. Es ist nur sehr, sehr dunkel, ich sehe nichts. Ja, lass ich auch das Feuer aus. Ich trau mich nicht, aus, jetzt irgendwas zu machen. Lass das Feuer aus, auf jeden Fall. Das ist ja krass. Ne, hier boxen die auch rum, die Blöden. Irgendwie machen die Büsche kaputt. Die jagen bestimmt ein Schwein oder so. Ich bleib einfach mal hier blöd stehen und guck mir ein bisschen an, was man so
Ja, mach das. Also jetzt nach Hause zu laufen wird dusselig. Stand. Wooden chair. Storage food. Storage explosives. Ja, man kann eine ganze Menge machen. Mhm. Oh, was zu essen! Storage chest. Das ist gut. Ja, tja, gut. Oder ich lese einfach mal wieder eine interessante E-Mail, die ich bekommen habe. Von Henrietta. Und zwar ist es RE-Doppelpunkt. Liebe und Sex für sie. Das habe ich dann ja im Betreff geschrieben beim letzten Mal, ne? Wenn es näher ist. Das ist ja gut. Aber schön, dass ihr euch noch sieht. Ja, Liebe und Sex für sie. Leerzeichen, Ausrufezeichen. Hm, ja. Ich habe Angst. Zu Recht, Fred. Ich weiß auch nicht, was da geht. Hier klirrt gerade irgendwas. Bitte? Na, dann machen die die Fenster sich kaputt. Nummer 1 in Deutschland für diskrete Affären. Spüren Sie Leidenschaft, suchen Sie sich ein Abenteuer. Ja, oh, das war's. No. Und da ist nur noch ein Link. Und das ist die Nummer 1 in Deutschland. Auf jeden Fall. Da wäre, wenn nicht die. Kann man bitte bald wieder Tag sein? 4 Stunden musst du noch durchhalten, Fred. Das ist kacke, ne? Ja, vor allem, ich traue mich auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie meinen Rucksack aufmache alleine. Nischt. Dann mache ich wieder Krach und vielleicht hören die mich. So nicht. Oh, ich habe auch wieder was zu essen gefunden. I just wanna fuck. I just wanna fuck. It is so boring standing here in this night. It is so boring standing here. Alright. Okay. Ich lauf ja ein bisschen rum, aber trotzdem. Oh yeah. Jo, Fred, Arschloch. Ja, Fred, die sind an der Haustür, ne? Ja, da klopft einer gegen. Ich klopf auf der anderen Seite auch. Also ich repariere die Tür. Du musst immer mal Bretter ran, ja? Quasi. Die ist dann bis hinten zum Kamin, hast du einen Bretter dran? Ja, richtig. Ich würde gerne ein wenig. Er ist woanders hingegangen. Weil du dich nicht berührt hast, oder was? Etwas zu trinken ein. Stimmt, jetzt ist gerade so still. Ja. Was ist da los? Aber der steht vor der Tür, ich sehe ihn. Der steht vor der Tür und ist still. Ja. Was für ein Arsch. Ja, echt, ey. Richtiges Arschloch, ey. Oha. Ja, Fred, du hast fast geschafft. Uiuiui. Aber wie krass, ich weiß nicht, warum die auf einmal zu dem Haus gelaufen kamen. Weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht wegen des Fleischs in der Truhe? Nee, aber es kann halt sein, dass die so die vorgefertigten Strukturen abbrennen auch manchmal, ne? Vielleicht. Vielleicht machen die das. Wäre fast ein bisschen zu intelligent, ne? Na, die Spider-Zombies funktionieren ja als Vorreiter quasi. Die rennen halt auch tagsüber, die können glaube ich auch tagsüber rennen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, nee, wenn die sich nicht angreifen, sind sie auf allen Vieren, aber die rennen nicht. Die können halt, die laufen halt einfach vor und die können halt wie gesagt schreien und dann holen die eine Horde ran, wenn die was entdecken. Die Späher quasi. Ja. Wow. Ja, ich hab's gesehen. Also manchmal mit den Bäumen ist es nicht so, wie es soll, glaube ich. Der Baum hat sich jetzt einfach nur aufgelöst. Der war halt trocken. Mega trocken, die Bäume hier. So, mal gucken, ob der hier umkippt. Fred, gleich wieder bald. Er kippt um. 2 Stunden noch. Da hätte man nicht ausweichen können. Was war das für ein Geräusch? Ein Baum, der gefallen ist, glaube ich. So.
Also es, zumindest war es bei mir das Geräusch. Ich weiß nicht, ob... Oh, Basti. Ich weiß es nicht. Ich nee, Franz, ich, ja? ich stehe auf deinem Bett. Ist okay. Und Wix drauf. Nee, ich habe mir in die Hose gemacht. Also. Ich weiß nicht, was jetzt Zombies aufgeschreckt haben könnte, aber ich habe hier ein paar gehört, die auf einmal umliefen. Aber wir haben es fast geschafft. Jetzt bloß halt nicht sterben oder dummes Zeug tun. Okay. Wie zum Beispiel sterben und dann können wir Fred da retten. Dann wir ziehen jetzt weiter, Franz. Wir ziehen weiter, Fred bleibt da drin, ja. Ja. Na, genug Essen für uns beide hätte ich, also von daher. Ich hätte einen Shotgun Short Barrel. Pistolen konntest du herstellen, ne? Pistolen kann ich herstellen, von Shotguns noch nicht. Ach, was? Ich muss auch gestehen, die ganzen Waffenteile, die halt normal sind, die verarbeite ich zu Scrap. Die rum. Ja, weil ich sonst kann sein, dass sich das vielleicht lohnt. Nein, also ich meine, Platz oder so. Solange wir die Waffen eh nicht herstellen können, und das steht ja jetzt eben auch gar nicht in Aussicht. Genau. Ist das vielleicht genau gar nicht so doof? Teilt ihr dieser Meinung? Ja. Kann man mehrere Marker auf die Map setzen? Weiß ich nicht. Ich glaube nur einen. Ja. Bam, 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 bam. Oh, es wird schon heller. Bam, es wird schon heller, Fred. Bam, bam. Ich weiß nicht, du siehst das wahrscheinlich nicht. Naja, bam, doch ein bisschen sehe ich. Es ist nur noch eine Stunde. Ja. Ich bin so aufgeregt. So wie das aussieht, sind halt noch zwei, drei beider Zombies am Berg. Und oben bei dir halt. Also sobald die Kapelle spielt, schieße ich hier los. Sobald die Kapelle spielt, schieße ich los. Ja, so läuft das hier. So, Schwerkraft einberechnen. Ja. Was war das denn? Das sind immer noch Bäume. Aber die kippen so seltsam teilweise. Ob das zu viel ist, ich weiß es nicht. Wie creepy die am... Wie creepy die am Berg stehen. Das ist super seltsam. Der Baum hat gar kein Holz für mich. So, was ist hier los? Viertelstunde noch. Weil du die Natur schändest, Basti. Schänder. Ich hol schon mal meinen Knüppel raus. Ja. Siehste, Fred, mach mit. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe ihn im Visier. Den an der Tür? Nee, ich bin noch unten am Berg. Ich bin nicht oben. Was ist hier los? Okay. Wir geben mir kein Holz. Ich höre, wie du deinen Bogen spannst. Oh, Hit! Hit! Und er weiß nicht, woher es kommt. Und verendet gleich. Aber das reicht noch nicht, wie krass. Okay, cool, der ist tot. Boah, jetzt geht's ab. Es geht ab. Da stehen zwei, ne? Genau. Ha! Alle tot oder was? Schaut so aus, ja? So sieht's mal aus. Da kommt eine Horde, da kommt eine Horde, da kommt eine Horde. Von wo? Von da, wo ich herkomme. Aus Sonnen, Zelt? Ungefähr Sonnenrichtung. Achso, Zeltlager. Bisschen weiter links, nee, ein bisschen weiter links von der Sonne. Okay. Ach, da. Oh. Ich bin noch undetected. Dito, ich mache jetzt die Sniper. Ernsthaft? Wird sie die Horde hierher locken? Nein. Läuft doch eh hierher. Läuft tatsächlich eh hierher. Dann sollten wir jetzt anfangen zu schießen, vorbei, würde ich sagen. Oder? Ich glaube, sie läuft voll aufs Haus zu. Glaube ich nicht. Ich glaube, die laufen unten dran vorbei. Ich glaube, der eine Zombie unten, der könnte die vorhin gerufen haben. Aber ich bin gesensed. Ach, du bist gesensed. Ich bin sogar schon hunted. Na dann, was? Dann schießen. Ach so, ja, wenn. Ja, aber erst jetzt, also erst.
Muss man vorhalten hier, ja, ne? Ja. Die laufen hier jetzt auch den Weg vor, oder was? Ja. Hey. In den Grasbüschel da reingeschossen? Ich hab in den da reingeschossen, glaube ich. Guck mal, die rollen hier, die, das da runter ist, finde ich schön. Ich hab wieder niemanden getroffen, ey, was für eine Scheiße. Dieser Bogen, Alter, dieser Bogen. Au. Sorry. Waren wir schon. Wir wollen uns hier einfach prügeln. Schön. Okay, haben wir dann alle durchsucht hier? Nee, die nicht. Okay, die Horde ist da irgendwie gegen den Felswand gelaufen und verprügelt jetzt den Felsen. Das ist richtig so. Stirbfelsen. Echt mal. Dieser Drecksfelsen stellt sich einfach in meinen Weg, Junge. Da buddeln wir uns jetzt durch. Machen sie tatsächlich. Ihr müsst euch hinhocken, dann gibt's vielleicht Sneaky Damage. Das ist bestimmt tatsächlich, falls irgendwie Menschen die Mauer bauen, die registrieren da quasi eine Mauer oder sowas, denke ich mal. Na, die Zombies bullen halt einfach, ne? Die Hunde. Ja. Boah, voll in die Vagina geschossen. Sehr gut. Sehr nett. Das haben wir gut gemacht. Hat irgendjemand wenig Leben von euch? Nö, ich hab voll. Oh, fast voll. Warum? Fred, was hast denn du für eine Nahkampfwaffe? Ich habe hier nämlich einen Iron Reinforced Club. Den habe ich auch. Okay. Aber welche Qualität hat der? 40. Dann nehme ich den. Meine hat nämlich nur 3. Ich habe hier noch einen Spiked. Faulty, nicht 40. Faulty. Will jemand einen Spiked haben? Ich habe einen. Danke. Er hat 89. 89. Quality 89. Boah, ich hab wie viel, was ist die Entity Damage von dem Kollegen? Ja? Die Entity Damage? Der Entity Damage? 11,04. Den behalte ich auch. Nee. Ich gebe dir den 8,33, wenn du möchtest. Was? Ja, nehme ich. Ich hab nur ein 6, irgendwas. Hier, ich mach mal hier das Zelt kaputt, damit wir an das Cloth kommen. Jetzt nochmal, ja, wenn ich so ein Item mir nehme aus meinem Inventar und dann links oder rechts neben mein das Inventar halt nicht klicke. Zu weit weg. Guck mal hier so. Dann müsste doch eigentlich. Ah, okay. Darf also nicht, es muss unmittelbar neben mein Item in mein Inventar klicken, damit der gedroppt wird. Sehr gut. Ich geh mal hier eben in den Grand Canyon. Reißt du dir das Zelt ab, oder was? Ja. Das habe ich jedenfalls vor, ja. Wegen des Stoffs, aber Vorsicht, Fred, geh da mal raus. Nicht, dass du es auf den Kopf kriegst. Den ganzen Stoff. Naja, das kann durchaus wehtun. Stoff kann schwer sein, ja. Ich glaube, damals, als der Reichstag eingepackt wurde, der Stoff wird recht schwer gewesen sein, so in Summe. Reichstag eingepackt? Was? Weißt du das nicht mehr? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wow. Die haben doch damals den Reichstag eingepackt. Wann war angezündet. Das? Angezündet. Nee, eingepackt. Wann war das? Irgendwann in den 90ern. Haben die komplett eingepackt, einfach. Okay. Warum? War ein Kunstobjekt von irgendeinem Franzosen. Oder von einem französischen Ehepaar. Mhm. Nee. Kloppt. Sah tatsächlich ganz geil aus. Lachei! Müsste 95 gewesen sein oder sowas. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her oder so ein Kram. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Bombies. Die Frage Bombies. Ist, sollen wir uns hier die Hütte oder so, sollen wir uns die später noch ausbauen oder ist die eher uninteressant? Die oben steht? Ja. Die würde ich einfach stehen lassen, so wie sie ist. Und dann weiterziehen, aber das als möglichen ist ein so Bär. Zwischenpunkt haben.
Das stimmt wohl, das ist vielleicht ganz gut. Ich kämpfe gegen den Bären. Und wer gewinnt? Das ist der Freddy. Ich weiß nicht, wo Freddy ist. Ach, da. You are so beautiful. Wo ist er denn jetzt? Hier oben. Ich hier blind. Schieß auf ihn, er verfolgt mich. Oh, ich kann nicht mehr schießen. Das ist nicht schlimm, das kommt mit dem Alter. Oh shit, da hinten ist, glaube ich, noch ein Bär. Nee, war ein Stein. Wow, 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 Freundchen. Der ist verwirrt, okay. Fred, ich muss meinen Bogen reparieren. Dann kann ich dich wieder helfen. Er ist tot, mit meinem letzten Pfeil. Yay, sehr gut. Nimm das Fleisch mit und dann braten wir das Fleisch irgendwie. Hier liegen übrigens Pfeile für dich auf dem Boden. Uhu. Jetzt aber meinen Bogen auch reparieren, so. Schawupp. Hast du das Fleisch mitgenommen, ja? Ja, ich rieche jetzt auch. Ja, ja.